Pfirsich, Kaktusfeige, Hibiskus und Meerfrucht Vanille. Echter Tee. Jetzt eiskalt genießen. 4 leckere Geschmacksrichtungen. Direkt gebrüht. Und weniger Zucker. VitaVate Tee. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Juhu, guten Morgen. Willkommen aus Thailand. Es ist jetzt der dritte Tag in Koh Samui. Wir sind hier in unserer Villa. Heute steht auf dem Plan, dass wir ein bisschen weiter die Insel erkunden. Heute ist auch Champions League. Bei uns ist einfach Champions League um 2 Uhr nachts, Digga. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen leider. Meine Mandeln sind schon wieder fett. Ich weiß nicht warum. Es ist immer so, Klimaanlage, bla bla, keine Ahnung. Ich bin so anfällig, das gibt's nicht. Ja, lass gerne ein Like da, lass ein Abo da und viel Spaß. Wir waren gestern in Chau Wang. Chau Wang ist so der Main-Spot, wo so die Party ist und sowas. Wir wohnen in Lamai. Lamai ist eher so ein gechillter Ort mit schönen Stränden. Samstag fliegen wir nach Bangkok zurück. Also wir haben noch mal eine Nacht in Bangkok. Und Sonntag fliegen wir nach Deutschland zurück. Das ist der Plan, so grob und ganz, dass ihr ein bisschen einen Plan habt. Ja. Ah, da ist... Wow, das sehe ich jetzt erst. Ich merke gerade, ich weiß nicht, ob schwarzer Call ist bei mir. Schwarzes Shirt, schwarze Drake. Die Sitze sind auch so heiß. Wir sind die Biker Crew. Biker Gang. Die milden Jungs. Mosk. Wir sind die Mosk Gang. Wir sind die Boys. Von wo kommt das K? Von wo kommt das K? Das Mosk? Ja, so Mosk. Wir müssen so oft einfach während der Fahrt stehen bleiben, weil wir Omid verlieren. Guck mal, die Kenner muss zurückfahren. Ich schwöre, waren 3 Minuten oder so. Ja, das ist ja gar nicht Omid. Du hast Omid nicht gefunden. Did you saw Omid? Wir sind auch über wenig grillen irgendwie. Ja, ich weiß nicht, warum er mich hört. Guck mal. Was machst du denn? Er guckt der Grenze rum. Wir sind jetzt beim Jungle Club. Digga, Jungle Club, den Spot habe ich bei TikTok gesehen. Da haben wir eine richtig geile View. Digga, wir sind hier gerade so steil hochgefahren. Ich will das mal hier bei Sonnenlicht und sowas sehen, hier die View. Sowas sollte man schon tagsüber machen. Es ist mal 9 Zoom. In der Größe haben wir Travis Scott gesehen. Hier sind irgendwie Häuser und so, hier kann man wohnen. Hier ist auch ein Pool und so. Da ist ein schöner Infinity Pool. Digga, wir essen jetzt hier. Hi! Boah, krass, Mann. Man muss sagen, es sind schon relativ viele Deutsche hier. Schon crazy. Und mein Orangensaft ist schon mal übertrieben lecker. Ich liebe frisch gepresste Orangensäfte. Dann habe ich hier Tom Gakai, nehme ich immer eigentlich jede Vorspeise. Kokossuppe mit Hähnchen und Pilzen und sowas. Ganz wild. Gibt es einen Ingwer-Tee. Weil ich fühle mich heute leider nicht so gut. Spot war eigentlich sehr cool. Preis war um die 100 Euro für 4 Leute. Ist auch okay für die Aussicht und so. Anscheinend ist es auch ein Hotel, wo man chillen kann. Location sehr cool. Essen war okay. Es ist Besonderes. Aber sehr cooler Spot, kann man abchecken. Jungle Club. Wir sind bei der nächsten Sehenswürdigkeit. Hin Ta und Hin Yai. Bedeutet Großmutter und Großvater. Das sind zwei besonders geschapte Steinformationen. Sieht aus wie ein Schwanz, willst du das? Ja, ein Schwanz und eine Muschi auch. Echt? Also Großmutter und Großvater. Achso, hier ist erstmal der Schwanz. Ein altes Pärchen ist irgendwie hergesegelt, dann kam Sturm und dann sind die gestorben und deren Körper wurden zu Steinen. Das ist die Geschichte dahinter. Und wie man sieht, ist das hier eine Attraktion. Hier passiert halt nicht viel, ist nur was zum Anschauen. Da viel Improvisation. Ganz viel improvisiert. Hier, das hier? Ja. Oh, das sieht voll schön aus hier. Abgesehen, dass das keine Mumu ist. Das hier ist die. Das sind die Lippchen. Also ich glaube, das ist sie. Sieht von Weitem halt aus wie, ja. Also so guckst du und dann ist da oben der Kitzler so mäßig. Yeah. Und das sind so Lippchen aus. Ja, jetzt sind wir hier gewesen. Aber wie kommt sowas zustande, Digga? Ist das extra so gemacht? Die sind halt gestorben in der See, ein Pärchen. Und dann sind die als Steine angespült worden. Also wohnen Stein. Das ist die Geschichte dahinter. Kann ich halt nichts dran ändern, aber ist halt so. Was soll ich sagen? Ja, und das ist halt der Penis. Ja. Ist jetzt nichts Spektakuläres, ne? Aber so ein Place, den man sich eigentlich anguckt. Deswegen waren wir auch da und wollten euch vorher noch zeigen. Fährst du zum Brandenburger Tor in Berlin, weißt du auch nicht, was du machen sollst. Bist du da und guckst. Nein. Hä? Wie random. Hier ist so ein Tempel. Cool. Das ist mitten in der Stadt. Ich bin einfach hier vorbeigefahren. Damit ihr mal checkt, wir wohnen im Dschungel. Offiziell. Guck mal, wie geil das da aussieht. Wie dschungelig. Na, ist nicht so dschungelig, aber wild. Und überall diese Geräusche, Digga. Wo sind die Wichser überhaupt? Das ist unser Weg hoch. Ich will gar nicht wissen, was da unten drin rumkreucht und fleucht. Sawadika! Einmal Hallo sagen. Alter, ich war gerade 10 Sekunden weg. Hat hier irgendjemand unser Müll einmal aufgekramt? Oh ja. Das war nicht der Wind.
Hilfe. Von da kommt immer ein Hund, ich schwöre. Hä, hat's geregnet? Warum ist es so nass? Digga, mein Kopf dröhnt, ne? Uns hat irgendwie alle erwischt, oder? Die Sonne macht uns echt zu schaffen. Es wird ein ruhiges Ding heute noch. Es ist jetzt 17.06 Uhr. Champions League gucken. Mal gucken, was wir noch machen. Schaltet auf dem Laufenden. Aber Stand jetzt geht's uns allen nicht so gut. Bei mir hat's gekracht. Es ist 7.30 Uhr morgens. Ich schnüffel an irgendein Scheißzeug hier. Keine Ahnung, was es ist. Inhale irgendwas gegen Kopfschmerzen und so. Meine Nase ist zu. Und ich hatte gestern noch Fieber. Vielleicht versuche ich noch fit zu bekommen. Um 8 Uhr ist Dings. Sollen wir eigentlich zum Boot fahren? Mann. Ich muss gucken, ob wir das verschieben können. Ich habe nicht mal Champions League geguckt. Einmal durchgeschlafen. Von 22 Uhr bis jetzt. Aua. Ich halte dich auf dem Laufenden. Vielleicht kommt auch nur noch ein Vlog insgesamt, weil es mir alle drei Tage scheiße geht. Wer weiß. Naja. 14 Uhr. Ich habe mein Bett verlassen. Nach 17 Stunden. Obwohl, ich war ja schon in der Apotheke kurz. Komplett wilde Einkauf. Ingwertee, Wassermelone, Ananas. Honig und ich habe mir noch Futter bei der Apotheke. Danach wieder 5 Stunden geschlafen. Ja, das war mein Einkauf. Irgendwelche Paracetamol, 650 Milligramm ist eigentlich übertrieben hart. Da habe ich mir so ein Zeug drauf gemacht. Ich habe Rückenschmerzen des Grauens. Halsschmerztabletten. Ich habe auch seit einem Tag nichts mehr gegessen. So richtig. Irgendwie habe ich auch keinen Appetit und so. Warum genau jetzt? Warum nicht, wenn ich wieder in Deutschland bin in 2 Tagen? So, trotzdem wird geackert. Wir nehmen jetzt nochmal das Schlauer und Zimmerduell auf. Champions League beginnt und EG will nicht aus den Federn. Soll ich viel oder wenig machen? Wenig. Dann mach auf seinen Fuß. Und der Arme. Und dann steh auf, du Arschloch! Auch mit eigentlich auch noch. Ja. Was ist das? Wer ist das? Ein Brecher. Den ganzen Tag nur auf dieses scheiß Spiel gewartet. Yum Yum, Tee. Und mit dem Bres. Ahmed schreibt gerade mit einem Ladyboy. Er will ein Video mit dem drehen. Mit ihr? Ahmed will drehen einen Tag im Leben eines Ladyboys oder so. Du willst Nein, ihn begleiten? Ich will ein paar Fragen stellen, Digga. Achso. Ich will ein bisschen mit dir chillen. Okay. Ich schreib, how much do you want? Ich schreib, tell me and we enjoy time together. Die denkt, du willst. Der hat auch schon ein Bild geschickt, ne? Ja, ja. Es ist hier 1 Uhr. Ich schreib, when do we have time? Ich schreib, now or whatever okay for you, Digga. Maybe gibt's da noch was anderes außer die Fragen? Ahmed meint, I don't wanna fuck. I don't wanna fuck as we say. I just want to do the video song question, okay? So how much do you want? He said, I will cock your tail. We can talk tomorrow, you should sleep now. Bereite schon mal vor, Baby. Ich sitze schon wieder in Thailand und bin nur am Abfucken. Ich bin einfach nur am Nerven. Alle Bayern-Fans rasten aus. Jetzt nur noch 3 Tore in der zweiten Halbzeit. Ich mach's einfach nur alles aus Spaß und die Leute nehmen das alles zu ernst. Ne? Und so. Okay. Na, da kommt noch was, Leute. Ich bin heute aufgewacht. Mir geht's auf einmal besser. Keiner weiß woher. Mein Hals tut übertrieben weh, aber wenigstens habe ich keinen Fieber, keinen Kopfschmerzen und fühle mich nicht mehr so langsam und so. Aber wir gehen trotzdem lieber nochmal zum Arzt heute. Auch EG ist der neue Spitzname. EG muss zum Arzt wegen seinem Fuß, wegen dem Zeh. Marlon geht's heute schlechter als gestern. Aber mir war sowieso klar, in 2 Wochen Urlaub, ich werde 100% krank. Ich kann nicht so lange gesund bleiben, weil mein Immunsystem gefickt ist. Okay, wir fahren jetzt 20 Minuten in die Stadt rein. Das Hospital, das hört sich jetzt schlimm an, dass wir zum Krankenhaus gehen, aber es ist halt, glaube ich, der beste Arzt hier, wo man hingehen kann. Und viele haben uns geschrieben, dass sie auch ähnliche Symptome haben wie wir. Und die waren da und die haben so ein Fieber, was über Moskitos übertragen wurde. Ich kann euch jetzt erstmal ein bisschen Aufnahmen zeigen von außen, wie es hier so aussieht. Weil mit dem Rollerfahren geht es ja nicht. Ja, wir sehen schon, wie wir da sind. Das ist Krankenhaus. Ja, wie schön. Also Marlon hat auf jeden Fall Fieber. Ich nicht mehr. Wir haben jetzt hier Covid-Test gemacht. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, als ob wir eine Diagnose bekommen. Ja, jetzt haben wir Corona-Test, wird negativ und dann? Du? Ja, ihr seid krank. Danke. Anscheinend haben wir Influenza B, also eigentlich nur
eine Grippe. Also ich bin Influencer, ja, ich weiß. Aber irgendwie so eine Grippe, Influencer. Bisschen beruhigt, wir kriegen jetzt Medikamente und so. Und ja, ich hoffe, dann wird es besser. Aber mir geht's heute allgemein sowieso. Einfach nur, ob ich Halsschmerzen, Schnupfen, bisschen Kopfschmerzen, das war's. Also mir geht's heute stabil. Damit sind unsere Medikamente, wir hoffen, damit es besser. Nicht so eine coole Krankheit, nicht so eine coole Diagnose. Dementsprechend sind wir die letzten Tage natürlich auch nicht draußen gewesen und so. Ich lag nur im Bett, 17 Stunden, so ein Scheiß. Erstens sind wir gerade seit einer Stunde im Pool. Zwei oder so. Gute Besserung, Männer. Dazu eine Flasche Oliven. Ich dachte erst, das wäre irgendein Alkohol oder so. Auch. Aber danke. Und korrekt an die, korrekt von den Jungs, dass die nicht geklingelt haben und so, sondern einfach nur Zettel da lassen und ja. Hallo? Hallo. Hallo? Where am? Yeah. Home, why? You sent me message this morning. Oh. Yeah, okay. Okay. And so why did you call me two times? What do you wanna do? With me? What are you looking for? I don't know, type of video maybe? Where I can ask you some questions, what you do in a day? Yeah, it's okay, but I'm a sick worker. Walker? Yeah, he was benched yesterday. Sick worker, you know that? Vodka? No, not that, vodka. Vodka! Yeah. I don't know what you're saying, but I'm like, tomorrow I'm free at 2 p.m. So how I can contact you? I send you on Tinder, but you don't answer. Da gab's das Match. Da musste er noch von nichts. Das, hast du aufgelegt, oder? Hä? Er hat aufgelegt. Sie. Junge, weil die gehört hat, Digga. Junge, das wäre so geil, wie du mit allen. Ja, wäre wirklich, aber Ahmed versucht die ganze Zeit so tausendmal klarzustellen, dass er mit ihrem Video drehen will. Ja, Junge, die wollten die dritte, wo ich klarstellen muss, dass ich nicht ficken will. Ja. Seit drei Tagen schon jeden Tag bei Hooters bestellen und heute haben wir zum ersten Mal einen Fahrer bekommen. Wings, Wings, Shrimps, Wings. Nein, und Chicken. Schmeckt das? 10 von 10. 10 von 10? Nein, 9 von 10. Aber safe, das ist noch nie gegessen haben. Ja, ich war 3 von 10. Ja, wie gut. Er findet es so gut. Meine Leverkusener Brüder. Bundesliga mag ich Leverkusen und Dortmund. Das sind die Mannschaften, die ich cool finde. Also die Teams. Liegt nicht am Verein oder so, sondern die Teams und Spielphilosophie und so. Wir gucken gerade zur Europa League und Conference League Konferenz. Gent spielt gegen West Ham. Hinspiel war 1-1. Jordanis Mannschaft. Wenn die gewinnen, sind die im Halbfinale der Conference League. Deswegen supportet. Ahmed. Schläfst du? Ich schau so, hier spiegelt das. Good morning in the morning, guys. Uns geht's besser. Wir gehen heute auf eine Bootstour um die Insel, aber nur, weil es eine kleinere. Morgen ist eine große, wo wir in diesen Nationalpark gehen, was einer der schönsten in Thailand sein soll. Lange jetzt 2 Tage flach, aber endlich geht's uns wieder besser. Unsere letzten 2 Tage nochmal. Ich hoffe, wir sehen nochmal ein bisschen was. Die Truppe setzt sich endlich mal wieder in Bewegung. Achso, und wir müssen uns noch um unsere Roller kümmern, weil wir haben ja eigentlich nur bis heute gemietet. Und bin ich mal gespannt, was die sagen bei EG seinen Roller. Nee, oder? Da unten auch. Hier putt. Hier Rissen und hier kaputt. Und kaputt. Oh mein Gott. Nee, oder? EG vielleicht hier bleiben. Auch schon gehen. Falls ihr jetzt fragt, warum da oben immer 5 Roller stehen. Ahmed hat einen Roller geschrottet, bevor wir überhaupt die Roller bekommen haben. Deswegen haben wir die Roller übrigens nicht bekommen. Die sind einfach nicht zugelassen worden. Überleg dir das mal. Ahmed hat sie geschrottet. Ich habe so halbwegs mitgefilmt. Korrekt, kannst du das Video einblenden hier einmal? Nee, oder? Guck mal, Junge! Ich hatte kein Gefühl dafür. Und dann. Was sagst du? Du bist abgestiegen. Und dann habe ich vergessen, auf Bremse zu klicken. Bin weitergefahren. Also habe auf Motor geklickt. Da stand gar nicht mehr drauf. Und dieser Roller ist voll gegen Felsen geknallt. Und jetzt sind 10.000 Watt von uns. Weil der Reifen nach unten kommt. Und jetzt haben wir den in der Wohnung. Das war so lustig, aber auch irgendwie nicht lustig. Wir mussten da ordentlich Strafe zahlen und dann passen. Nee, oh, EG am Humpeln und mit einer Klapperkiste. Sie können sich schon eins in eins zusammenziehen. Nee, oh, haben die so Ahmed auch gebastelt, dass sein auch kaputt ist? Ich weiß, ich bin nicht hingefallen. Du bist auch hingefallen. Nein, ich war alles. Mit. Eigentlich. Nee, oh, mit deinem hässlichen Helm. Digga, das ist der größte Dulli-Helm. Also, du findest stabil aus, Digga. Aber dafür immer Bilder davon machen. Von dem Motorrad hast du ja gemacht. Ja, dann müsstest du hier. Guck mal, wie schlecht. Romatra. Wir haben gerade wieder gesagt, so mäßig, dass wir beiden die besten Fahrer sind, obvious. Hab ich gestern nicht gesagt, dass ihr beiden besser seid? Ja, aber einen Tag schon hingefallen bist, meinst du noch? Ich war ja auch schwarz auf weiß. Er sagt gerade, Formel-1-Fahrer haben ja auch Unfälle und sind trotzdem gut. Wir mussten jetzt so ungefähr für beide Roller 6.000 Baht
Strafe zahlen. Im Vergleich zum ersten Tag, da haben wir 5K bezahlt. Wir hatten erstmal 10K gesagt, da haben wir 5 runtergehandelt. Das ist aber trotzdem noch teuer, ne? 200 Euro oder so. Mein Gott, ich habe dir noch danach sogar noch Trinkgeld gegeben. Ich habe mit mehr gerechnet, deswegen. Aber Roller, sehr cool. Auch sehr billig, Digga. Pro Tag zahlt ihr 5 bis 8 Euro oder so. Ihr braucht nicht mal einen Führerschein oder sowas hier. Wir wurden nicht einmal angehalten, muss man auch dazu sagen. Ich habe nicht einen Polizisten gesehen, überhaupt. Guck sie dir an. Thailändisches Gesetz. Man darf, glaube ich, nicht oberkörperfrei fahren. Jeder fährt die Oberkörper frei. Die fahren jetzt zu viel teilweise auf den Scheißdingern drauf. Roller ist wirklich Meta und es macht richtig Bock. Hier ist wieder ein Thai-Box-Event. Merle! Merle, fick sie! So, wir sind jetzt da. Marlon, was genau machen wir jetzt? Eine Tour um die Insel. Das Ding ist, man kann hier richtig viele coole Touren machen. Auch wieder organisiert von Steven. Willst du jemanden grüßen, Steven? Jago. Schöne Grüße, Mason. Und schöne Grüße an Paul. Ja, ja, ja. Der Mann kommt hier gerade mit einem Plan angedüst. Wir haben eine Villa heute Nacht. Wir haben auch schöne Mädchen da. Ja, okay. Kuss, Steven. Vielen, vielen Dank, Jungs. Also, wo wir jetzt Mittwoch nicht hingehen konnten. Seine Eltern haben hier irgendwie ein Boot. Wir machen so eine Tour. Und hat uns so eingeladen. Wenn man einen guten Plan kommt zu uns ran. Ja, da sind wir dabei. Ja, klar. Oh mein Gott, hey, wie cool. Maybe Wettbewerb. Wer schneller ist. Dann ist da so ein Omelett in der schönen Landschaft. Hier ist ein Tempel. Der goldene Buddha, glaube ich, dass der ist. Aber nur von hinten, leider. Was ist das für skurrile Handys? Sag, dass wir haben abgemacht. Was ist für ein Handy? Was wollen die? Handsome. Can you say Willy? Can you say Willy? Willy. 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 Can you say Willy? My friend Willy. Say Willy. Hello Willy. Hallo Mania. Willy. Ja, wir haben Chaos geklärt. Hey, Basketballplayer, Michael Jordan, LeBron James hier. Michael Jordan, Basketball. Was wollen die überhaupt von uns? Wir sitzen hier schön alleine hinten. Vorne sitzen alle und oben drauf. Warum passiert sowas immer, man denkt, das ist gestellt, aber wir sind einfach gekommen und voll Fotos mit uns. Schön checkst du. Die Frage ist, was erzählen die Leute, also wenn guck mal, wir haben Schwarze gekommen. Ja, ich schwöre, 1-2-1. Guck mal, da ist wieder das Recht Selfie, da gibt es jetzt wieder ein Foto von mir und dann sagen die, oh, guck mal. If somebody getting interesting, I see somebody getting interesting. Maybe Kofi. I can recheck the price for you. Maybe neues Format. Not die sure. Insel kaufen und eigenes Seven World Wide. How much of fantasy. These buildings belong to Hotel Six Senses. Ah, so Hotel. Ja, was ist denn hier los auf einmal? Weiß ich nicht. Ich glaube, die bilden sich das nur ein. Und erzählt sich rum, die Massenpropaganda. Da hinten. Oh, ich hab da was gesehen. Das stimmt doch. Ist einfach Delfine in freier Wildbahn. Ich höre, der Junge ist nicht normal. Ja. Sie ist, da. Macht einmal seinen Mund dahin. Und die haben wir immer noch an der Backe. Aber get the notas to the area of the basically today is Friday. Today is very famous also walking street and fishing gesehen? Village. Nein. Hast du schon mal geangelt? Until late evening. Finde ich nicht. On the right hand side is beginning of my Nam Beach. Hä, wie machst du das? As well, we prepared some. Yeah, yeah. And maybe you will make some small addition by catching some nice fishes. Yes. Good luck. Sally, say please. Ich stand jetzt 5 Minuten für den Dulli rum. Ich merke sowieso nicht, wenn da was dran ist. Agamus! Yeah! Agamus! Yeah! Agamus! Oh, no, no. Alter, der hat wirklich einen Fisch. Digga, wie krank. Warte, wo ist er? Alter, hä? Nee, oder Marlon? Da gibt's Jubel. Das wird mit Ruhm betitelt. Viele Cookie Cookie. Mit Video. Die machen Videos. Der eine macht Selfie-Livestream. Die anderen angeln gerade auf der anderen Seite. Die locken sogar Fische an. Was soll denn das? Da wird wieder gefilmt. Sonnenuntergang ist gleich. Omid hat sich gerade runtergeholt auf Toilette. Der Kenner macht die ganze Zeit Bilder für seine Familie. Und Marlon und ich waren angeln und schwimmen. Digga, das Wasser ist so warm, das ist crazy. Digga, geht einfach zum Fremden. Jetzt denkt sie, er wollte sie anmachen. An Fuß? Nee, war an Fuß. Jetzt kam der Joke an. Hallöchen. Uah.
Aua. Ich verstehe nicht, wie man sowas macht. Ich habe es oft probiert und ich verstehe nicht, wie man auf Wasser liegen kann. Leiden geht die Sonne unter. Echt schön. Also cool, sowas zu machen. Geiler Vibe auch. Iji, du hast eine Weste an. Danke. Er erfüllt so die Vorurteile, ne? Guck, wie unwohl er sich fühlt. Rettungsring und Schwimmweste. Das volle Programm. Oh, Iji! Seinen langen Geräten, Alter. VG, Feedback? Es ist langsam zu Ende, das Ding. Himmel rosa. Und wir haben hier die ganze Lounge für uns. Yes, sir! Ich kenne aber meistens gerade, dass Menschen auf der Sonne sind. Hundertfacher Zoom. Also so sieht es da garantiert nicht aus. Wir haben jetzt alle Namen aufgeschrieben. Wer am wenigsten IQ hat aus der Gruppe? 3, 2, 1. Marlon? Die Kenner? Ich hab Marlon. Er hat vielleicht viel Allgemeines und so, aber nur weil er viel lernt. Sonst ist er richtig blöd. Richtig blöde. Das ist wirklich blöde. Video Edition, we have today not only two birthday persons, we have three birthday persons. And we would like to wish all the best for these three young men. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Ikenna! Noch ein kleiner Rap-Remix. Birthday to you. So, war sehr cool. Ist jetzt vorbei, ist jetzt abends. Es waren nur 3 Stunden oder so. Morgen werden wir um 7.30 Uhr morgens abgeholt. Weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Und dann fahren wir hin und dann machen wir die Inseltour. Fahren auf eine Insel rauf, gucken uns den Nationalpark an. Da gehen wir wandern. Das wird richtig geil, Digga. Ich freue mich so darauf. Von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Einfach 12 Stunden, oder? 12 Stunden, ja. Heute war nur so eine kleine Tour. Wir wollten wenigstens etwas machen und gucken, wie es uns wieder geht. Malum, wie geht's dir? Gut, ne? Ja, super. Ist auch super. Dings, Mubarak Osun. Ramadan ist jetzt vorbei. Eid Mubarak an alle, die durchgezogen haben. Wenn sowas in der Hotellobby sieht, ist empfehlenswert. Sehr cool. Danke nochmal an Steven, an seine Mom da vorne. Also Bootstouren. Raum nach oben mit Essen, alles mögliche. Service war super lecker, super, sehr, sehr cool. Wo kommt euch das bekannt right vor? Dieses Overlay, das grüne? Von Sky. Boots zu 1 bis 10. Ich fand langweilig. Wirklich? Ich würde auch nicht ins Wasser gehen. 1 bis 10? Schon gut. 8,5. Von mir gibt es eine 7,5. Also ich fand's geil. Ich fand zum Beispiel Wasserfall besuchen, aber viel cooler. Also den Dschungel und so, hiken und so. Morgen ist halt beides kombiniert. Boot 1 bis 10 heute? 8. Ja, ich dachte, ich habe ein Taxi bestellt. Kommt hier so ein Van. Wir gehen jetzt was essen. Sonst waren die ganzen Foodspots in einer Foodtour drin. Könnt ihr gerne abchecken. Ein Zimmerduell kam auch online mit Marlon zusammen. Auf Marlons Kanal links unten in der Videos. So. Piri, das haben die auch bei Nandos als Geschmack oder so, keine Ahnung. Das ist portugiesisch, glaube ich, auch, so wie Nandos. Ich glaube gerade, dass... Oh. Andrew Wiggins. Oh. Basketball. Very big guy. Yeah, you can put the picture here from him. Chef, man, das ist so ein Bild von den Kindern. So Leute, die hier hinkommen, aber können so... Aber die Leute sind ja alle so nett und süß, ne? Das ist krass. Meine Bruce. Wir haben jetzt bei Instagram 1 Million, ey. Wir machen die immer Bilder. Das ist einfach von uns so, ohne die. Say hello to Germany. Hello Germany. Ohne Garnelen gibt's nicht nichts. Vorspeise, Biri Garnelen. Ich habe ungefähr schon 12 Kilo Garnelen hier gegessen. So, hier ist mein Brie. Wieder dicker Pluspunkt. Soßen direkt hier. Extra hot, Biri. Und Tabasco gibt's auch für Marlon. Tabasco overrated, sorry. So, Essen war stabil. Chicken war gut, Soßen waren gut. Prawns waren auch stabil. Insgesamt kriegt der Laden von mir eine 7,5. Wieder guter Call von dir. Guter Call? Danke. Fandst du? Stabiler. 6,5. Da hinten sind Ladyboys. Lieber so viele Undercover. An der Coverstraßen. Schrei doch nicht, du Arsch. Weißt du, was ich wirklich ekelhaft finde? Dass hier so 40, 50-jährige Dieters einfach so alleine an der Bar ja. Chillen. Und das Schlusslicht, die Kenner, hab ich voll vergessen. Da wird. Nee, oder? Der hat die Arschkarte. Und noch ein zweites Mal. So, wir sind jetzt noch auf so einem Markt, hier ist irgend so ein Festival. Digga, guck mal, die gehen jetzt. Guck mal, die tauchen hier ein. Das ist wirklich komisch. Guck mal, da meinst du ernst. Ich will irgendwas spielen, Verlierer muss einen essen. Der hat sich gerade eine Tüte davon geholt, als ob das schlimm ist. Und das ist zum ersten Mal auf so einem Night Market. Gibt es auch Klamotten und alles Mögliche, ne? Wir sind so leichte Opfer.
sind 3 Meter gelaufen, waren schon an 3 Ständen, glaube ich. Digga! Langsam aber sicher brauchst du einen. Die Kinder werden hier schön abgegeben. Win-win-Situation. Die Eltern haben keinen Stress, die Kinder haben Spaß ihres Lebens, höre. Bei Kindergeburtstagen oder was weiß ich, überall, wo man da abgegeben wurde, Ikea, man hatte so viel Spaß, ne? Es ist so geil. Wir sind so Spielchen für Kinder. Wir erforschen die thailändische Kultur. Ja, die werfen die. Komm, wie die werfen. Warum werfen die so? Und wir wurden abgezogen. Haben wir da gerade für einen Wurf aus Spaß 40 Baht gezahlt? Digga, da hinten ist eine Bühne. Das geht nicht ab. Weiter geht's mit ganz vielen Märkten, ganz vielen Shops mit Klamotten. Ich weiß nicht, wie sie es so schnell aufgebaut haben. Wir wohnen ja eigentlich direkt, noch nie gesehen. Das Kind hat uns gerade so cool angeguckt. Also, ich kann von oben nach unten abgecheckt, den Chico. Man konnte nicht glauben, dass es kein Kostüm ist. Ja, wir sind schwarz. Man muss sagen, wir sind nur Thais. Also, ich glaube, wir sind die einzigen Ausländer hier gefühlt. Wir probieren den sie durch, werden hier die ganze Zeit verarscht. Was aber eigentlich heißt, dass es ein guter Markt ist. Ja, irgendein besonderes Festival ist hier. Ich weiß nicht genau was. Maybe ein Jimbo essen. Jimbo, Jimbo. Nee, oder Jimbo? Oder nein. Oh, Jimbo. Very good. Macht er da so ein Jimbo weg? Oh. Ja, viele. Hier. Das war gerade so ein Kriegstein. Das kannst du mir nicht erzählen, ne? Guck einfach komplett rein. Nee. Als auch. Wie gut gewürzt? Als auch. Ein bisschen salzig, ein bisschen. Aber auf jeden Fall nicht eklig. Ich schwöre, das ist nicht eklig. Maybe you noch mal eine Tüte. Can you bite the half? Wow! Das ist komisch. Okay, wie ist die Konsistenz? Komisch. Bei Konsistenz ist nicht so schlimm, aber da ist ein komischer Geschmack drin. So, das war's vom Markt. War mal cool zu sehen, unser erster Markt. Marlon hat hier ein Foto gemacht, wie gesagt. Wir sind im Auto und wir kommen in den Schuh. Oh! Dicker! Kraft, go up! Oh. Ja, das ist 1,5 PS das Auto. Drück mal drauf. Nee, oder? Kannst du maybe aussteigen wegen Gewicht? So, das war's mit dem Tag. Uns geht's wieder besser. Manchmal ist es besser, einen Schritt zurückzugehen, um danach 2 nach vorne zu gehen. Lieber einen Tag komplett flachgelegt. Also jetzt sind wir aber wieder fit. Und zum Arzt gehen, checken zu lassen, wichtig. Morgen gibt's aber richtig coolen Vlog. Da werden wir Inselreise machen. Das heißt, ihr werdet viel sehen. Da gibt's auch Wandertouren auf den Inseln etc. Ist alles dabei. Wenn ihr Natur sehen wollt etc., checkt gerne den Vlog morgen ab. Ich habe auch ein Foto gestern hochgeladen, falls ihr sehen wollt, was wir so gegessen haben. Checkt die Videos von den anderen Jungs ab. Ich hoffe, euch gefällt. Ich finde es auf jeden Fall sehr chillig. 2 Wochen haben wir jetzt hier. Oder beziehungsweise bis jetzt 11 Tage oder so. Sehr coole Zeit. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da. Bis jetzt haben wir immer 20.000, 30.000 Likes oder sowas. Danke für das gute Feedback. Lasst ein Follow da. Kostenlos. Abonnent sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich lernst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Karten auf und was bist du drehen? Mit dem Regen kann ich yeah. Dir einbauen. Oh mein Gott. Was ist das? Yeah. Geben wir den Schuh. Oh. Ich wollte Pupsen doch eingekackt. Nein. Guck mal, der Typ, der Janne, mir fällt dazu nichts ein. Peach. Walla Billa, Alter. Was ist das denn, Alter, ja?